Männer, nur damit ihr es wisst, ich habe mit Meditation aufgehört. Ich schrei jetzt wieder! Christian, was haben der FC Chelsea und du gemeinsam? Beide blau und fröhlich, ne? Ja, und für den BVB war eine Champions League Chelsea eine Nummer zu groß. Wenn du denkst, du guckst die Schlümpfe und merkst, oh, ist doch Avatar. Dann nützt dir am Ende auch der Gargamel Emre Can nichts, ne? Und Matthias Sammer, die da durchdrehen wegen Elfmeter. Reingelaufen, nicht reingelaufen. Dass der Schiri eine Katastrophe war, ist klar. Aber BVB hätte ja mindestens 10 Dinger kriegen müssen. Wie schießt denn der Havertz gegen Innenpfosten? Wie soll denn der... Ach, der BVB hat gespielt gegen Chelsea. Ja, wie so ein Partygast, der um 20 Uhr auf einer Tanzveranstaltung eingeladen ist, dann aber erst um 22 Uhr kommt. Ne? Viel zu spät am Ball. Und jetzt wartet auf den BVB Schalke 04. Oder wie es seit dem Spiel gegen VfL Bochum heißt, das blaue Wunder. Ich sage ja zu meinen Jungs auch immer, ne? Ärgert euch nicht immer schwarz, ne? Lieber mal blau sein. Hermann, suchst du was im Netz? Ja? Dann mach dein Kack-Handy aus und hol den Ball aus dem Tor. Steht 0-3. Ja, und Uli Hoeneß hat gleich mal erklärt, der Ausgang des Spiels Bayern München gegen Paris Saint-Germain Champions League, ne? Und das Engagement von Julian Nagelsmann bei den Bayern, ne? Das sind völlig getrennte, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Also kannst du davon ausgehen, steht jetzt schon fest, dass der Nagelsmann kein Bayern-Trainer mehr ist. Ja, und Thomas Müller hat auf der PK nochmal erklärt, was das Prinzip Mir San Mir genau bedeutet. Und zwar bildlich, stellt man sich da so vor. Eine breite Brust von einem Bajuwaren, optimalerweise komplett behaart und verschwitzt, die eine Trophäe in der Hand hält. Habe ich gleich so ein Bild von Kimmich und Musiala im Kopf. Wobei, der Kimmich macht ja jetzt schon Werbung für Rasierer. Ne? Das ist ungefähr so, wie wenn meine Jungs für alkoholfreies Bier Werbung machen würden. Der Kimmich, der kann seine Brust mit Mohnbrötchen rasieren. Stefan, sag mal, wie beweglich bist du eigentlich? Machst du beim Turnen eine Kerze? Sieht's aus wie ein Teelicht. Das neue Bild von Mir San Mir bei den Bayern, von so einem Spieler, das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall schon mal frisch frisierte Birne, weil Fußball ist ja Kopfsache. Gucci-Anzug aus Paris. So einen leicht gebogenen Rücken vom Smartphone, weil da ist ja die Einstellung drauf. Mindset oder wie das, ne? Große Kopfhörer mit einer Playlist, wo aber wer nicht drauf ist, Julian Nagelsmann. Wollen die Bayern mit der aktuellen Truppe die Champions League holen, dann lass die Spieler auf jeden Fall den Pokal nicht beschriften, ne? Weil die machen zu gravierende Fehler. Patrick, brauchst du auf dem Weg zum Tor vielleicht noch Hinweise? Ja, das ist hier ein Fußballspiel und kein Escape Game. Ja, und Gladbach muss jetzt verzichten auf den Benzi Baini. Ne? Rote Karte, Schiedsrichter beleidigt. Da kommt was nach. Jetzt hat die TV-Expertin Tabea Kemme, die hat früher beim Friseur gearbeitet, durfte aber nie schneiden. Die ist immer nur Tabea Kemme. Die hat gesagt, man müsste solche roten Karten bestrafen mit Sozialstunden. Also die Bundesligaspieler sollen Sozialstunden abbuckeln. Ich sag mal so, ich will ja jetzt nicht sagen, dass die alle so viel auf dem Kasten haben wie mein Kevin. Also ein Bundesligaspieler denkt schon, wenn auf dem Deo steht, wirkt 72 Stunden, dann ist das so. Sehe ich deutlich, wie der Benzi Baini mit dem Lamborghini fährt vor die Realschule. Was ist denn dann Aufklärungsarbeit? Selfies machen? Ja, ich bin aber TikTok live. Stefan, du spielst hier heute wie so ein nerviger Ohrwurm, den du nicht rauskriegst. Aber eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller, dann bin ich eins da. Sozialstunden als Strafe für Bundesligaspieler. Machst du das beim Sané und sagst, pass auf. Die Karre bleibt aber hier stehen. Du fährst mit dem Bus. Der verpasst den ja. Ich sag mal so, nur weil ein Staatsanwalt jetzt ein Navi hat, wird das Verfahren ja nicht eingestellt. Selbst wenn du so einen Bundesligaspieler anbietest, guck mal, entweder du nimmst die rote Karte und eine Geldstrafe oder wir haben im Angebot Sozialstunden ableisten. Da sagt der, ja, die bleiben im Angebot, ich nehme die rote Karte und die Geldstrafe. Du glaubst ja nicht, dass freiwillig ein Bundesligaspieler den Freizeitpark Bundesliga verlässt, um mit normalen Menschen zu sprechen.
mein Andi, haben sie mal Sozialstunden aufgebrummt in der Bibliothek. Der Andi kommt rein und fragt, sag mal, kann man hier Bier trinken? Die Dame so, das ist eine Bibliothek. Er so, ach so, leise aufmachen, ne? Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hatte eine Anfrage vom Playboy und hat gemeint, ausziehen kommt für mich nicht in Frage, weil so eine schöne Wohnung, die finde ich nie wieder. Ja, genau. Scheiße. Hallo. Jetzt hat eine TV-Fußballexpertin, die Tabea Kemme. Die hat früher beim Friseur gearbeitet, durfte aber nie schneiden. Da hieß es immer nur Tabea Kemme. Und den Ben Sebaini bei den Sozialstunden, den sehe ich deutlich. Mit dem Lamborghini vor die Realstunde gefahren. Vor die Realstunde. Ja, kennt man ja, die Realstunde. Das sind so Real-Stunde, die man live erlebt. Christian, was haben der FC Chelsea und du gemeinsam? Du bist auch blau, 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 blüht der Enzian. Ich sag mal so, nur weil ein Staatsanwalt... Nochmal.